Danke sehr. Ich habe bei dem nächsten Stück länger überlegt, ob ich das spiele oder nicht, weil ich irgendwie immer für zu unausgereift gefühlt habe. Aber dann ist heute Abend jemand gekommen und dann musste ich das Lied immer spielen. Ich habe es nämlich geschrieben, als er mir eine Geschichte erzählt hat. Und wer von euch, mal ehrlich gesagt, wer von euch ist schon mal in der Bahn, in der S-Bahn oder so eingeschlafen nach einer langen Nacht? So? Ja, okay, also es gibt hier ein paar Leute. Und, oh ja, genau, sehr gut. Und, ein Kumpel von mir hat mir mal so eine Geschichte erzählt, wie er eingeschlafen ist und Gott sei Dank ist er in der Ringbahn eingeschlafen. Und irgendwie fand ich das ganz cool und das Lied heißt, heute Nacht haben sie mich in der Ringbahn ausgeraubt. Ich hab mich gefreut, als ich die Zeitung fand, ja. Ich kam bis Seite 2 und dann wurde es Nacht. Ich meine, der Nachbar ist schon draußen, aber dann auch in mir und ich wachte auf, als ich hörte, Festkreuz vor sich bei der Tür. Ich hab schon so oft davon gehört, aber mir ist sowas noch nie passiert. Ich hab eigentlich auch nicht mehr dran geglaubt, aber gestern haben sie mich in der Ringbahn ausgeraubt. Ja, gestern haben sie mich in der Ringbahn ausgeraubt. Handy, iPod und mein Geld, alles weg. Mein Portemonnaie war noch da, sowas nenne ich nett. Ich meine, gestern hab ich noch Stefan ausgelacht und nun bin ich selber aufgewacht. Weniger aufgewacht. Wenigstens habe ich noch meinen Führerschein. Auch meine Bankkarte haben sie nicht gestohlen. Ich sage euch Leute, das waren wirklich Profis, denn auf meinem Konto ist längst nichts mehr zu holen. Ja, ja, auf meinem Konto ist längst nichts mehr zu holen. Also ihr müsst euch das jetzt eigentlich so vorstellen, dass hinter mir so eine riesen Band stehen müsste, so. Aber die Band gibt's nicht. Und da sollte jetzt so, also eigentlich habe ich ja irgendwie gedacht, so jemand wie Slash an der E-Gitarre, so, also als Lead-Gitarristen, war aber nicht möglich. Und auch wenn ich mich jetzt extrem blamieren werde, ich werde jetzt einfach das Gitarren-Solo singen, okay? Sondern in der Ringbahn, oh was für ein Glück. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, aus Potsdam gibt es nachts wirklich kein Zurück. Ja, ja, aus Potsdam gibt es nachts wirklich kein Zurück. Und wer will schon eine Nacht in Potsdam verbringen? Ich nicht.